Musikhaus Knopf im Jahr 2022, heute am 22. März 2022. Es gibt was ganz Neues, nämlich ab dem 1. April More Drums. Und was Drums sind, das wissen die Profis. Hier unten sind die Firmen nochmal aufgeführt. Wir haben die beiden Geschäftsführer von Musikhaus Knopf hier, einmal den Christoph Knopp. Ich grüße dich, Christoph. Hallo, Sven. Ja, und einmal den Kai Brill. Hi, Sven. Du bist Schlagzeuger? Nicht ganz Gitarrist, aber ein bisschen schlagen kann ich auch. Du bist Schlagzeuger? Nein, ich werde geschlagen von Kai. Warum in Gottes Namen verkauft ihr jetzt Schlagzeug? Weil es nachgefragt wird und weil wir es können, ja. Ich zeig das mal gerade. Pearl, das ist eine sehr bekannte Marke aus Amerika? Aus Japan. Aus Japan. Das heißt, klingt ja so ein bisschen Pearl, die Perle. Viele haben ja englische Begriffe mit drin. Das ist das Urgestein eines Schlagzeugs. Das heißt, es gibt schon ewig und das ist schon High-End, oder Pearl? Ja, also eine der Marken, die wir halt drin haben. Pearl kennt ja ganz, ganz viele Leute. Was haben wir da noch alles? Marpex, Sonor im E-Drum-Bereich, Roland, natürlich Yamaha ist natürlich da auch wieder dabei. Also eigentlich alle namhaften Herstellern haben wir, glaube ich, jetzt mit im Boot. Ja, wir stehen hier draußen, weil ich habe ganz schön blöd geguckt, als du gesagt hast, wir kriegen eine riesige Drumabteilung. Was habe ich dich gefragt? Wo kommt das noch hin? Wo kommt das noch hin? Habt ihr irgendwas weggeräumt dafür? Nein. Ja, wir haben ein großes Loch gebuddelt. Ne? Nee, Quatsch, wir haben natürlich noch einen Kellerbereich. Und Leute, die unser Raum oder das Gebäude schon lange kennen, die wissen, dass da unten auch noch was existiert. Und da war früher auch schon mal was. So, Musikhaus Knopf, du heißt nicht zufällig so, sondern du bist der Sohn des damaligen Gründers oder gab es noch eine Generation davor? Nein, ich bin der Sohn des Gründers dieses Ladens, genau. Dieses Ladens. Ja. So, dein Papa hat das ja gemacht, ja. Habt ihr jemals Drums verkauft eigentlich? Genau, wir haben früher eigentlich auch große Drumabteilungen gehabt. Wir haben hier auch einen Mitarbeiter gehabt, der in der saarländischen Drumszene extrem bekannt ist, der dann vor 25 Jahren woanders hingegangen ist und dort gute Arbeit geleistet hat. Und jetzt hat sich halt vieles geändert, so die letzten paar Monate auf dem saarländischen Markt, so dass bei uns die Nachfrage extrem gestiegen ist und wir dann auch jetzt beschlossen haben, relativ spontan vor 3 Wochen, dass wir zum 1. April hier eine wirklich große Schlagzeugabteilung eröffnen werden. Was ziemlich krass ist, ihr habt ganz viele Firmen, wo man denn so das Gefühl hat, naja, die arbeiten ja nicht mit jedem zusammen. Wie habt ihr die denn alle überzeugt? Och, charmant angefragt, würde ich jetzt mal sagen. Die haben sofort gesagt, kein Problem, weil ihr seid ja Musikfachhandel, ihr seid ja kein Newcomer. Das Musikhaus Knopf gibt es schon wie lange, weißt du es? Müsste jetzt knappe 33 Jahre sein, 34 Jahre. Ne? 86. 86 Jahre? Nein, seit 86. Cool. So, du selbst bist Familienpapa, muss man sagen. Ja, das richtig. Thema, ich sag mal, musikalische Erziehung gab es vor kurzem eine große Studie, vielleicht hast du sie sogar erlebt. Die haben nämlich festgestellt, dass der Weg zu einer Musikschule entscheidend darüber ist, wie viele Kinder überhaupt musikalisch gebildet werden. Wenn das zu lange dauert, also es gibt so Städte wie Berlin, die haben, so, glaube alle 300 Meter eine Musikschule, da machen auch viel mehr mit. Mhm. Ihr habt auch eine kleine Musikschule. Wird es da auch Drumkurse geben? Also da gibt es Drumkurse, ja. Da gibt es einen Schlagzeug. Lehrer, der da sehr aktiv ist, ja. Das heißt, die Heranführung ist ein Thema. Gibt es viele Drummer in Saarbrücken und im Saarland? Ich denke ja, sonst würde man das Ganze ja nicht machen. Okay, super. So, ich werde jetzt mal meinen Weitwinkel aufziehen, denn jetzt wird es spannend. Wir gehen jetzt mal rein und machen einen Sneak Preview. Du hast unglaublich aufgeräumt. Nein, ihr seid mitten im Einräumen. Genau, wir sind noch am Umbauen, Einräumen, Ware am Auspacken, Aufbauen. Also da ist einiges noch zu tun bis zum 1. April. Ich zeig's mal gerade. Also für alle Leute, die sich nicht auskennen, das hier ist die Notenabteilung. Hier geht man normal durch. Hier gibt's auch Tickets. Da vorne ist der Ticket-Shop. Da oben ist so ein bisschen dein Bereich, Christoph? Da oben ist mein Bereich, Blasinstrumente. Im Moment sind die Schlagzeuge, die wir bisher haben, auch noch oben, wobei wir da halt bisher nur, sagen wir mal, Familien bedient haben. Und ab 1. April wird es halt dann einfach mehrere Stufen professioneller. So, jetzt geht's hier runter. Ist jetzt nicht barrierefrei, muss man sagen. Ihr arbeitet aber einer ganzheitlichen Lösung, so muss man sagen. Dürfen wir noch nicht drüber reden, denn offiziell, nee. Genau, ist noch nichts offiziell. Das ist dein Reich? Genau, das Gitarren, Bässe, alles was ein bisschen lauter, ein bisschen härter ist, steht dann hier bei mir rum. Und weil es halt dann noch ein bisschen lauter, noch ein bisschen härter halt wird, haben wir gedacht,
gehen wir noch ein Stück tiefer. Ich habe eben gefragt, wer sind die Nachbarn? Ihr habt zumindest mal zur linken Seite von der Straße aus gesehen keine Nachbarn. Genau, ja, so. Da ist jetzt nichts, Gott sei Dank. Da kann sich jetzt keiner beschweren. Ja. Das ganze Haus gehört auch euch. Das muss man auch dazu sagen. Ihr habt Blasinstrumente, die sind per se auch nicht leise. Ja, aber das ist okay. Also das Haus gehört uns nicht. Das Haus ist gemietet. Ja. Was du vorhin angesprochen hast, man darf da schon drüber reden. Wir werden dieses Haus verlassen 2023 und sind gerade auf der Suche nach entsprechenden neuen Räumlichkeiten, die dann auch barrierefrei sein sollen, die größer sein sollen, die auch Parkplatzproblematik hier der Innenstadt weg haben. Trotzdem wollen wir gut erreichbar sein mit dem öffentlichen Nahverkehr. Ja, wir sind da guter Dinge. Wir sind in vielen Kontakten. Und ich glaube, das wird richtig schön. Ja, habe ich ja schon, wir kennen uns ja jetzt ein paar Jahre, immer gesagt, das Thema Parkplätze, aber es hat mich nicht gebraucht, das habt ihr selber gewusst. Das war so. Das haben wir schon sehr, sehr früh gemerkt, aber ja, sage ich mal, es hat ein bisschen gedauert. Ich zeig's mal, wir haben ein bisschen Werbung gemacht für euch, also entwickelt, dann habt ihr hier diese Banner ausgedruckt, More Drums, und das Ganze ist in 3 Wochen entstanden. Das Ganze ist in 3 Wochen entstanden, ja. Also da wart ihr tatsächlich extrem aktiv, was die Werbung angeht. Ich glaube, eine deiner Mitarbeiterinnen hat 2 Wochen lang nur für uns gearbeitet. Nachts davon geträumt. Von mit Sicherheit, aber nicht nur wegen den Plakaten. Ich glaube, die Sandra oder die Minha, wer war es? Die Minha. Die Minha. Ja. Hat die das gut gemacht? Super, okay, absolut begeistert. So, und das ist ein Raum, das ist so krass groß, dass man glaubte, jetzt mal Christoph, ohne Scheiß, ja, warum habt ihr hier nicht vorher was gemacht? Habt ihr das als Lager benutzt? Naja, wir haben hier vorher schon gemacht. Also es war tatsächlich früher mal hier schon die Schlagzeugabteilung. Dann haben wir irgendwann zwischendurch auch mal einen Proberaum und auch so eine kleine Konzertbühne hier gemacht. Wir haben es dann auch eine Zeit lang jetzt genutzt für PA, so ein kleiner Bereich. Aber so im Laufe der letzten 1,5 Jahre ist es tatsächlich so ein bisschen dazu verkommen, dass das, was oben keinen Platz gefunden hat, dass das hier unten dann mal nur mal kurz zwischengeparkt wurde. Ja, also wir waren überrascht, wie viel doch so ein Container schluckt. Also ja. Viel Gedöns. Ja. Wie schnell der voll ist. Naja, nicht zwangsläufig nur Gedöns, sondern auch viele Sachen, wo du halt denkst, naja, vielleicht braucht man es irgendwann nochmal. Und wir haben halt jetzt gesagt, okay, jetzt ist was Wichtigeres, jetzt fliegt das halt alles raus, was man vielleicht irgendwann mal brauchen könnte. Jetzt machen wir was Schöneres hier rein. Ja, es ist so, das Ganze hat sich ja, wenn ihr sagt, jetzt über 30 Jahre, ich rechne jetzt mal zurück, das war 1990, da war die Welt noch in Ordnung, da gab es noch kein Internet in der Form. Ich glaube, da haben irgendwelche Hochschulrektoren sich E-Mails geschickt, das war's. Und aber heute ist es so, die Kunden wollen ranfahren. Das ist, glaube ich, eine Sache, selbst eine Tiefgarage wär nicht gut, am besten vor der Tür direkt einladend Auto abstellen, so ein bisschen wie Möbel Martin, neu gebaut, hat riesen Parkplatz davor. Ist das so ein bisschen eure Vorstellung, modern, barrierefrei? Also modern, barrierefrei. Der neue Möbel Martin wäre uns jetzt etwas zu klein. Wir brauchen ein bisschen mehr Platz. Ach so, okay. Ja. Nee, Quatsch. Natürlich, das ist so unsere Vorstellung, dass du halt wirklich also Platz hast, dass man großzügig gestalten kann, damit man einfach schön, damit man auch so Wohlfühlecken drin schaffen kann, wo du dich zurückziehen kannst, wo du dich mal hinsetzen kannst. Wenn, was weiß ich, die Familie kommt, wo 2 in der Beratung sind, die anderen 2 sich halt gemütlich hinsetzen können, vielleicht auch einen Kaffee trinken und ja, einfach schön ein Erlebnis haben. Also genau das, was das Netz halt nicht bietet, das wollen wir machen. Alles, was mit Leistung und Dienstleistung zu tun hat. So, ihr habt ja neue Schlagzeuge, habt ihr auch alles an Zubehörfälle, Sticks, alles? Ja, alles bestellt. Teilweise ist was jetzt da, der Rest kommt jetzt im Laufe der Woche und dann wird hier noch, wie gesagt, bis zum 1. April wird hier noch richtig agiert und dann wird noch alles aufgebaut und hübsch gemacht. Ja, wir kommen ja nochmal. Das Wichtigste darf ich mal kurz zeigen. Ihr habt eine Symbiose aus Rheinland-Pfalz und Saarland. Ja, natürlich. Ihr habt das Bitburger neben dem Karlsberg. Ja. Ich darf es mal so abfilmen. Und du darfst dann noch zur Völkerverständigung kommt noch eine amerikanische Coca-Cola dazu. Okay, super. Eine wirklich amerikanische, sehe ich gerade. Und das ist auch was Besonderes. Das ist ein Raum, der wird gerade fertiggestellt. Genau. Da kannst du denn richtig heizen. Du hast gesagt, du wirst die Heizung abbauen, weil die braucht man nicht mehr. Also die Heizung bleibt hängen, aber vorne dran wird nur abgetrennt, sodass das halt auch noch ein bisschen schallisolierter alles halt hier drin ist, dass man hier Becken oder halt das ein oder andere Schlagzeug dann einmal richtig aufbauen und probieren kann. Und auch das ist dann natürlich auch wieder was, das wir halt gerne anbieten den Kunden. Auch da, wie wir das im Rest vom Haus schon handhaben,
Termine vereinbaren, dann können wir uns da ganz stressfrei drum kümmern, dann kann der Kunde ausprobieren, ob es jetzt, wie gesagt, ein Zubehörteil, ein Tram an sich ist, Becken oder sonst was. Das wird hier alles möglich sein. Das Ganze ist ja logistisch etwas größer als eine Querflöte. Wie man sieht, da kommt noch einiges, oder? Da kommt noch einiges. Also wir haben jetzt 20 akustische Sets bestellt für den Einstieg. 20? 20, klar. Und wir haben 5 oder 6 E-Schlagzeuge bestellt für den Einstieg, genau. Vorne steht schon eins. Ja. Genau, da ist schon eins da. Ich habe jetzt gerade zum ersten Mal das hier, das akustische hier live gesehen. Warte, ich komme. Oh, das ist ja schön. Ist du liebst Yamaha, muss man sagen. Genau, ich bin farblich. Das ist ja Wahnsinn. Ich mag gute Fabrikate, sagen wir das mal so. Was das ist, ist mir egal. Ich selektiere. Also ich habe viel Yamaha bei mir, aber ich nehme nicht alles von Yamaha, sondern ich gucke da wirklich das, wo ich finde, dass es wirklich gut ist. Was mich halt fasziniert bei den Schlagzeugen oder auch bei den Gitarren, dass du so viele schöne Farben hast. Da sind wir bei den Bläsern halt leider meistens auf Silber, Gold, vielleicht noch Schwarz reduziert. Holz habe ich jetzt zuletzt gefilmt bei dir. Holz auch, das war dann Schwarz. Ja, stimmt. Ne? Ja. Ja. Und die Schlagzeuge und Gitarren sind halt einfach, ich würde mir sowas schon direkt ins Wohnzimmer stellen, so weit es schön aussieht. So ist das, ja. Die Dynastie geht weiter. Ihr beide versteht euch ja gut. Das System Knopf funktioniert ganz simpel. Man ist hier, ich sag mal, Teil der Familie, wenn man herkommt, wenn man das will. Also man kann hier Sachen ausprobieren, man kann Sachen testen, man kann sich beraten lassen. Das ist ein Thema, das ist zwar denn auch deine Meinung oder die Meinung der Mitarbeiter, aber die ist ja schon was wert, weil ganz viele wollen ja so einen kleinen Sparingspartner. Und die sagen, hey, Level, kann ich als Anfänger zu euch kommen? Natürlich. Kannst als Anfänger, ob du jetzt schon ein bisschen spielst oder gar nicht, also jederzeit, das ist ja gerade das Thema Beratung, das ist ja nicht nur was wir machen müssen, sondern was wir machen wollen und halt auch wirklich in einem Umfeld, wo wir sagen, hier, das können wir euch anbieten, da sollt ihr euch auch wohlfühlen, das ist halt immer ganz wichtig, also dass man das halt nicht so von, ich sag mal, man kennt das vielleicht noch von früher, so ein bisschen so von oben herab oder so irgendwas, nee, das ist das soll auf Augenhöhe stattfinden, egal ob du jetzt halt dich damit auskennst oder nicht. Also auch wenn du 1000 Fragen hast, dann komm rein, wenn es dich interessiert und du da wirklich Interesse dran hast, so als Profi Info zu bekommen. Ne? Komm rein. Könnt ihr den Profis, die sich wirklich gut auskennen, das Wasser reichen, denkst du schon? Ja, würde ich schon, weil das Segment ist oder egal wo du dich hier umguckst, das ist so vielfältig und das ist auch manchmal ist das halt auch einfach so, man spielt sich die Bälle dann auch zu, also wenn jemand kommt und sagt, da muss ich mich nochmal reinlesen, weil du da vielleicht irgendwie schon ein halbes Jahr dich nicht mehr drum gekümmert hast, dann machen wir das auch gerne, bringt natürlich uns auch nochmal was, bringt dann dem Kunden auch nochmal mehr, weil man da halt auch nochmal ein paar andere Blickwinkel dann auch nochmal drauf hat und man kann dann auch kann man immer noch Tipps geben, weil keiner weiß alles, das ist Quatsch und ich denke mal, wir versuchen das wirklich auf einem Level zu machen, wo jeder was mitnehmen kann. Also ob es jetzt eine Meinung von uns ist, die wir gerne geben, aber die jetzt nicht unbedingt in Stein gemeißelt sein muss, da darf halt auch jeder, so wie er das denkt, mit dem passenden Instrument nach Hause gehen. Das ist halt immer wichtig. Jetzt gibt es ja auch das Ganze im Internet. Du wirst wahrscheinlich alles, was ihr verkauft, irgendwo im Internet finden. Was spricht denn nochmal für den Fachhandel, deiner Meinung nach? Ja, bei uns kannst du es anfassen, bei uns wirst du beraten, bei uns kriegst du halt die Informationen zu den Fragen, die du stellst oder auch größtenteils zu den Fragen, die du vielleicht nicht stellst, weil du einfach im Gespräch dann halt einfach immer einen Schritt weiter kommst. Du kannst zu allem technische Daten lesen, aber was nutzen dir die, wenn du sie nicht einordnen kannst? Ich bin ja Spezialist für sowas. Ich habe die Woche ein neues Kabel für meinen Bildschirm gebraucht. Das habe ich natürlich dann, weil es am Wochenende war, online bestellt. Ich wollte es am Montagmorgen gleich haben. Mhm. Sehr erfolgreich. Ich habe dann gelernt, dass VGA nicht auf HDMI passt. Echt nicht? Nee. Cool. Gut, macht ja nichts, kann man zurückschicken. Aber es geht ja auch darum, Community ist ein großer Gedanke. Das heißt, man muss ja nicht andere kennenlernen. Aber du hast schon viele Gitarren und auch der Christoph hat viele Flöten, Trompeten und keine Ahnung was verkauft an Leute, die einen kennen, der einen kannte, die sich vielleicht sogar hier kennengelernt haben, oder? Ja, es ist halt, Musiker an sich sind halt ein sehr kommunikatives Volk, also positiv. Darf das nochmal gerade filmen? Ja, okay. Da vorne ist...
Positiv wie negativ? Positiv wie negativ. Karlsberg neben Bitburger, aber das Thema ist ja eine Leidenschaft. Also es sind ja wenig Berufsmusiker, die vielleicht hier im Saarland sind. Die meisten sind ja, ich sag mal, Freizeitmusiker, die das gerne machen aus Leidenschaft. Ja, würde ich so tatsächlich gar nicht unterschreiben. Das ist also es ist auch doch viele. Es ist schon ein großes Spektrum. Aber wie schon gesagt, dieses Positiv wie negativ. Also man lebt halt, finde ich, als Geschäft immer noch, gerade in unserem Bereich, halt viel von den Empfehlungen. Und das ist halt einfach was, wo uns halt sehr, sehr wichtig ist, wo wir auch einfach mit den Kunden da versuchen, immer eine Lösung halt für die Situation, für das Problem, für die Anfrage zu finden. Und da, ich glaube, jeder, der schon mal irgendwie ein paar Minuten hier war und mit uns mal kurz gequatscht hat, der weiß auch, dass wir das halt, ja, nicht nur hier der typische 0815-Job machen, sondern dass wir halt da wirklich eine Leidenschaft drin haben und dass uns das auch nicht stört, wenn man halt montags einen Termin zum Beispiel macht, wo das Geschäft geschlossen ist. Mhm. Wenn jemand sagt, hier, ich würde jetzt gerne irgendwas ausprobieren, was halt ein bisschen aufwendiger ist oder wo Christoph oder auch ich einfach mal Reparaturen machen, die halt auch einfach an solchen Tagen, wo man wirklich Ruhe braucht, da sind wir uns weder zu schade drum, weil wir machen es halt einfach extrem gern. Das ist halt ein Vorteil, den wir halt haben, was wahrscheinlich viele andere nicht haben, dass wir halt einen Job machen dürfen. Wo ja, bei halt mir wirklich, ist anders. Du musst halt leider was machen, aber gut. Was nicht mag. Ja. Aber vielleicht können wir dich ja demnächst mal so als Praktikant unterbringen. Sag mal, das Thema, ihr habt ja hunderte von Instrumenten in der Vermietung im Moment, sehr erfolgreich seit Dutzenden von Jahren. Wird das kommen im Schlagzeugbereich? Das läuft schon im Schlagzeugbereich. Also das machen wir ja auch schon die ganze Zeit. Halt die ganze Zeit in einem kleinen Rahmen. Wir haben ja nicht so viel Nachfrage gehabt bisher. Aber auch da muss man sagen, die meisten Schlagzeuge, die bei uns im Schülerbereich rausgehen, gehen in die Vermietung. Mhm. Weil das für die Eltern. Preis ungefähr, was kostet? Geht aktuell jetzt los. Wir haben ein Angebot am Eröffnungstag für 22 Euro pro Monat. Ansonsten kannst du so rechnen mit 27 bis 30 Euro im Monat. Und für 22 kriege ich hier diese oberste Trommel? Nein, für 22 Euro kriegst du das komplette Set. Jetzt nicht das hier, aber ein komplettes, gutes Schülerset, das dann so zwischen 800 und 1000 Euro an Kaufpreis. Genau, da steht zum Beispiel das Pearl, ist ein Export in Aztec Gold. Export heißt was? Ist die Modellreihe davon. Okay. Und das ist jetzt ein Sondermodell in dieser Farbe. 22 Euro im Monat? 22 Euro. Normal, ich sag mal so um die 30, 40 Euro kriege ich dann richtig was Tolles? Also um die 30 kostet es normalerweise, jetzt halt für die Eröffnung 22. Die Mindestmietdauer? 6 Monate und halt wirklich komplett, also mit aller Hardware, mit allen Becken, mit Hocker, mit allem, was du brauchst. Ich hole das dann ab oder kommt das dann? Wir bringen das sogar kostenlos. Für 22? Ja. Wo ist dann noch was verdient? Es ist ein Eröffnungsangebot. Okay, verstehe. Aber das macht ihr ja schon lange. Das heißt, ihr habt damit ganz viel Erfolg, weil viele fangen an zu rechnen. Kennt man ja das Vermietkonzept. Ja, da kann man es dann meistens behalten oder zurückgeben oder was weiß ich. Aber das hat vielen dann auch geholfen, eine Entscheidung zu treffen. Ja, der Sohn soll es mal machen. Wir müssen nichts anschaffen. Er kann dann auch ein etwas besseres Instrument kriegen, ohne dass man gleich den ganzen Hausrat verpfänden muss. Ja, und das ist halt genau das Ding. Also man soll ja mit einem vernünftigen Instrument spielen lernen. Und das ist halt immer so der Knackpunkt, wo halt wir ganz klar sagen, das Schlimmste, was du halt machen kannst, ist halt dir irgendeinen Schrott zu kaufen, wo dann das Kind drauf lernen soll, weil was dem Kind keinen Spaß macht, da kann ich dir nach 2 Tagen schon sagen, dann hat das keinen Bock drauf und dann steht das Ding sowieso in der Ecke. Und wenn du halt ein Instrument hast, was die Qualität auch gar nicht liefert, dann kann der Spaß gar nicht kommen. Und dem wollen wir halt direkt entgegenwirken und sagen, nimm da wirklich was Anständiges über die Miete, dann kannst du es stressfrei ausprobieren. Wenn die Qualität vom Instrument stimmt, dann brauchst du noch einen Lehrer, der einfach hier die Leidenschaft halt auch weckt. Und egal, ob es jetzt Privat- oder Musikschule ist, da gibt es ganz, ganz viele ganz tolle Lehrer. Das muss man dann halt ein bisschen ausprobieren. Aber das sind halt so die 2 Knackpunkte. Also dass man einfach, egal ob es jetzt ein Kind oder auch ein Erwachsener ist, man muss die Leidenschaft wecken oder halt das Instrument haben, wo es dabei bleibt. Und ich glaube, mit dieser Barriere, ein teures Set oder ein teures Instrument anzuschaffen, legt man sich halt da selbst einige Steine in den Weg. Und das können wir halt mit der Miete sehr, sehr gut auskoppeln und sagen, hier, guck gar nicht auf den Preis, nimm dir das Set, das ist ein gutes Schülerset oder eine gute Schülergitarre oder sonst was und hab einfach Spaß beim Üben. Und wenn man dann nach einem halben Jahr feststellt, cool,
das Kind oder man selbst, man hat da richtig Spaß dran, dann hast du ja auch schon ein kleines bisschen Know-how, dann kann man da nochmal ganz anders rangehen, dann kann man sagen, okay, ich probiere jetzt vielleicht noch was aus und entscheide dann, bleibe ich bei dem Instrument, nehme mir was anderes oder ich miete das vielleicht weiter und gucke mich dann nach einem Jahr nochmal um. Also alles halt Sachen, die bei uns ja möglich sind. Ja, 20 spannende Minuten, es geht los am 1.4.2022, ja. Ein Montag? Es ist ein Freitag. Freitag, ja. Freitag ist die kleine Eröffnung, nenne ich es jetzt mal. Und Samstag ist dann noch richtig Party. Da sind wir auch bis 18 Uhr da, statt wie normalerweise bis 14 Uhr an dem Samstag. Also ich habe gedacht, Sonntag bis 18 Uhr, feiert durch. Ja, vielleicht, ja. Je nachdem. Kommen denn schon ein paar Schlagzeuger, haben sich ein paar angemeldet? Ja, ja. Jetzt muss man gerade, du hast schon einige Kollegen, ne, die mal reinschauen werden. Wir haben auch noch ein sehr, sehr tolles Event an dem Samstag. Das ist ein Reskin-Event. Also jeder, der ein Schlagzeug oder halt hier so eine Snare hat, der kann da gern vorbeikommen, kann sich bitte anmelden online. Und kann dann hier sein Fell tauschen lassen von der Firma Evans oder beziehungsweise von der Dario, die dann halt mit Evans-Fällen die Snare-Fälle aufziehen werden. Gegen Zahlung von? Nein, kostet nichts. Also das Snare-Fell ist umsonst, das Wechseln und das Stimmen ist umsonst. Man muss sich nur anmelden, vorbeikommen an dem Tag, einen Slot buchen, das ist halt ganz wichtig. Der Slot. Ja, ne, also ein kleines Zeitfenster und dann vorbeikommen und sich vor allen Dingen halt auch dann mit dem Kollegen, der das macht. Habt ihr Informationen auf der Webseite? Ja, sind auf der Facebook-Seite momentan am besten sich informieren. Das ist das Beste, was man tun kann. Da ist auch direkt die Veranstaltung, der Link zur Anmeldung, also da ist eigentlich alles drauf. Ja, Christoph Knopf und Kai Gimler, hätte ich fast gesagt, Kai Brill, beide, ja, ich mache so viel mit Kai, würde ich sagen, Kai und Kai. Wir sind mitten in der Innenstadt von Saarbrücken in der Futterstraße. Was ist auf der anderen Seite hier die Straße nochmal? Rotenhofstraße. Rotenhofstraße. Und das ist mitten in der Fußgängerzone. Man kann mit dem Auto von der Rotenhofstraße beifahren, das geht? Genau, also Rückseite ist eine B- und Entladezone. Also wenn ihr jetzt hier das größte Tram dann einladen wollt, kein Problem, fahrt dabei. Geht. Aber demnächst, ihr arbeitet ja an der Lösung. Aber es wird noch ein bisschen hier bleiben. Und ich zeige nochmal gerade das Poster, was wir hier haben. Da oben steht es More Drums. Und wenn ihr dann kommt, ist alles aufgeräumt, perfekt gestimmt, zusammengebaut. Und das Ganze ab dem 1. April 2022, ein Freitag. Wie viel Uhr geht's los? Ab 10 Uhr geht's los. Ja, habt ihr Ordner da und Security. Ja. Also, wenn ihr Lust habt, kommt vorbei. Man kann auch einfach mal vorbeischlendern. Die Öffnungszeiten bei euch grundsätzlich, wie sind die? Also grundsätzlich montags geschlossen, dienstags bis Freitag 10 bis 18 Uhr und 10 bis 14 Uhr an einem Samstag, außer wie gesagt an dem 2. April, da könnt ihr auch bis 18 Uhr bei uns vorbeischauen. Also der Samstag, der 2. April bis 18 Uhr, ab 10 Uhr. Genau. Ansonsten montags geschlossen, kann man ja von den Friseuren früher. Ja. Dann. Aber man muss sagen, ihr seid ja ein kleines Team, ihr wart mal viel größer, aber das Ganze hat sich interessant entwickelt, also muss ich sagen, denn ihr seid so schlagkräftig wie nie zuvor, sagst du. Sagt er zu mir. Die beiden Geschäftsführer. Musikhaus Knopp, du bist jetzt schon wie lange Geschäftsführer? Oh Gott, 4, 5, 6 Jahre, ich weiß es gar nicht mehr. Ist das mehr Arbeit als ohne? Oh, ein bisschen. Gibt es mehr Geld? Ein bisschen. Ihr beiden, kommt mal hoch, dann zeigen wir es gerade nochmal. Und das ist seine Abteilung vom Kai Brill. Und ja, den Kollegen da hinten, den werden wir noch kurz sagen, denn der freut sich nämlich schon. Der hatte nämlich nichts zu tun und hat gesagt, ich habe schon auf die Drum-Abteilung gewartet, richtig? Genau, ja. Weil du so wenig Arbeit hast. Genau. Ich dachte, ein bisschen Herausforderung brauche ich auch noch und deshalb Traumabteilung ist eigentlich ganz cool. Aber ihr kriegt das hin mit dem Personal? Ja, das klappt schon. Deine Aufgabe normal ist, du machst unter anderem Beratung, Reparatur, Gitarren? Genau, also Beratung, Reparatur, Verkauf. Genau. Vielen Dank fürs Einschalten. Musikhaus Knopp und kommt vorbei am 1. April 2022. Ab dann die große Schlagzeugabteilung in Saarbrücken. Vielen Dank fürs Einschalten. Tschüss, ihr beiden. Tschüss.